Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Caravan-Salon 2024 hier in Düsseldorf. Und wir sind immer noch im Stand von Weinsberg. Ja, wir haben einen Altbekannten hier gefunden. Das ist der Carabus 630 MEG Outlaw. Aber das Besondere ist die Heckgarage bei dem Fahrzeug. Das kann man Garage nennen. Wir haben hier drei Airline-Schienen unten. Da seht ihr, habt ihr die Möglichkeit, ein Motorrad zu parken. Natürlich könnt ihr ja auch E-Bikes parken. Also ihr habt mehr als genug Platz dafür. Da braucht ihr keine Räder ausbauen. Die könnt ihr hier einfach in verschiedenen Sicherungssystemen. Am besten so ein System vom Bikeholder, wie ich habe. Das wird entweder hier oben montiert oder hier montiert. Zwei Schienen unten rein und am Sattel befestigt. Und schon ist Fahrrad fixiert. Da habt ihr noch die Möglichkeit, eine Auffahrrampe hier einzulegen. Die ist da schön montiert. Damals waren die hier verschraubt, jetzt ist sie mit zwei Handgriffen zu lösen. Also da könnt ihr eure, wenn ihr etwas schwere E-Bikes habt, einfach rauffahren oder das Motorrad rauffahren. Wir haben hier einen Außenduschenanschluss mit Warm- und Kaltwasser. Und da seht ihr auch noch verschiedene Zurmöglichkeiten rundum. Und das, ich weiß nicht, das war früher, glaube ich, nicht so, dass du direkt nach vorne gehen konntest. Schreib es mir in die Kommentare. Es gab da zwei Fahrzeuge immer insgesamt, die dieses System hatten. Ob das eigentlich möglich war? Ich dachte, das wäre immer komplett geschlossen gewesen. Ist auf jeden Fall cool, weil jetzt kann man schnell mal zu seinen Bikes. Ansonsten gibt es hier in der Heckgarage nicht mehr viel zu sagen. Das Wichtigste an dem Fahrzeug, aber wir gehen mal nach vorne. Ansonsten hat sich hier vorne ein bisschen was vom Design verändert, andere Griffe. Wir haben hier einen sehr hohen Oberschrank. Wir haben hier vorne richtig viel Stauraum. Ja, hier nochmal Ablagen. Ja, ansonsten, das kennen wir ja. Jetzt hat man hier natürlich nicht mehr so viel Platz. Der Tisch ist vorne, ne? Also schon sehr eng. Sehr eng. Okay. Nicht für mich. Wenn jetzt die Leiter steht, ist natürlich alles verbaut. Das war vorher auch so, das geht nicht anders. Dann muss man die Leiter dann wegnehmen. Aber ich zeige euch gleich mal das Bett. Hier haben wir sogar einen Herausfallschutz. Also wenn ihr ein Kind mitnehmt. So, da an den Seiten, links und rechts. Habt ihr Staumöglichkeiten, da habt ihr sogar noch ein Ausstellfenster oben und ein großes Heki, da könnt ihr den Sternenhimmel beobachten. So, jetzt messe ich euch das Bett mal für euch aus. Wir haben eine Bettlänge von 2,7 Meter, das ist richtig gut. Und eine Bettenbreite. Hier oben noch von 1,57. Ja. Achso, die Höhe ist natürlich interessant hier oben. Hätte ich beinahe vergessen. Da haben wir immerhin noch 41 cm. Ja, also wer Platzangst hat, der sollte hier oben nicht schlafen. So, und jetzt können wir nämlich die Leiter hier auch wegnehmen. Da gewinnen wir dann ein bisschen Platz. So, ich weiß jetzt leider nicht, wo die Leiter jetzt hingehört. Jetzt haben wir hier natürlich auch. Hier steht Innenraumbeleuchtung komplett in LED, natürlich sehr sparsam, richtig ordentlich Platz hier, Teller, Tassen. Dann haben wir hier die typische Spaghetti-Küche mit Piezo-Zündung und dann kann man hier das Licht auch dimmen, Lichtschalter, 12 Volt, 230 Volt. Ja, und Küche kommt man gut ran am Kühlschrank. Es geht. Also wenn man von da reinguckt, dann kommt man besser dran. Auszüge sind schön. Praktisch. Hier wieder noch eine Ablagemöglichkeit und die Abstellhähne. Was haben wir auf der Seite? Da haben wir den Froschschutzwächter. Und hier haben wir eine tolle Sitzbank. Die könnt ihr nämlich nach außen ziehen, wenn ihr Kinder mitnehmen solltet. Wird da oben natürlich schwierig vom Platz her, aber man kann ja draußen auch noch ein Zelt aufstellen, das geht ja auch. Haben die Kindersitze hier wunderbar Platz, ich messe euch das jetzt mal aus hier in der Breite. Da haben wir 86 cm, liebe Campingfreunde. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug?
Ich finde es von vornherein, also von schon immer genial, das Fahrzeug, dass man hinten seine Bikes reinstellen kann, Motorräder, Fahrräder oder vielleicht auch ein kleines Quad, wer weiß. Habe ich noch nicht probiert. Also da passt allerhand hinten rein. Da kann man seine ganzen Hobbys mitnehmen. Wenn euch das gefällt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abo habt, da unten könnt ihr abonnieren. Ansonsten viel Spaß hier auf der Messe in Düsseldorf. Bis bald.